Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Gäste aus dem In- und Ausland, Freunde, Innsbrucker und alle Anwesenden. Besonders begrüße ich auch die Gäste im Saal 2, die live zugeschaltet sind. Ich habe die Ehre, Sie zum 24. Internationalen Filmfest in Innsbruck zu begrüßen. Als erstes möchte ich das Festivalteam auf die Bühne bitten, den Herrn Festivaldirektor Dr. Helmut Groschup und seine Festivalmanagerin Alissa Imsirovic. Welcome everyone. We'd like to welcome you to the 24th International Film Festival Innsbruck. And first, we want to invite Alissa and Helmut to join us on stage. Heute alles, hört man mich, es ist heute alles sehr gut organisiert. Deswegen habe ich nicht viel zu sagen. Ja, es ist nicht viel, schaut nur so viel aus. Geschätztes Festivalpublikum, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, geehrte Delegationen unserer Sponsoren, Arbeiterkammer Tirol, Sinne Tirol und Unica Versicherung, liebe Gabi Geist, wo ist die? Ja. Danke. Lieber Thomas Jörn ist noch nicht gekommen. Und ganz besonders möchte ich auch begrüßen die Landeshauptmann, Stellvertreterin Ingrid Philippe, habe ich das richtig gesagt? Ja, bist halt die höchste Politikerin vom Land Tirol hier, aber du bist privat hier. Ja. Ja. Das werden wir schon machen. So. Erlauben Sie mir einen kurzen Rückblick auf 24 Jahre Internationales Filmfestival und lassen Sie mich schmettern. Meine Freunde und Freundinnen zählen mich und unser Festival nicht zu den Angebern in der Branche. Das IFFI hat eine klare Visitenkarte, lokal und international erfolgreich. Wir haben ein transparentes Wirtschaften und ein eindrucksvolles Netzwerk, das von Havanna bis Goa reicht und von Kopenhagen bis Split und Ouagadougou. Also, ich möchte heute ein wenig angeben. So, hello everybody, dear festival visitors, dear Mayor Opitz Plörer, dear Ingrid Philippe, dear delegation of sponsors, dear Gabi Geist, dear Thomas Ewan, dear partners, a warm welcome to everybody here. So I would like to start with a short retrospective on 24 years of the International Film Festival Innsbruck. So I have to say my friends wouldn't necessarily call me a show-off, but however the IFFI has a very high reputation on an international and local level. So we are a successful and transparent network, and therefore I think I'm allowed to show off a little bit today. Ja, danke Sarah, das ist eine meiner Studentinnen im Kurs an der vergleichenden Literaturwissenschaft und möchte auch alle Professoren und Professorinnen begrüßen vom Institut. Ja, dass das IFFI ist. Dass das IFFI es nach 24 Jahren auf die Titelseite des medialen Platzhirschs DD geschafft hat
und dass ein Team des lokalen Fernsehens ORF die Eröffnung des IFI beehrt. Lieber Hubert, das ist ein Verdienst von dir und von deinen internationalen Erfolgen. Ich freue mich, dass es endlich nach so vielen Jahren gelungen ist, nach so vielen Jahren der Freundschaft, dich mit deiner Afrika-Trilogie in unser schönes Kino einzuladen. Und es ehrt uns, dass wir deine Erfolge mittels IFI feiern können. Und ich möchte mich auch herzlich bedanken bei deiner Familie für die großzügige Unterstützung für das anschließende Buffet. So the IFI has not only managed to get on the cover of the TT, a very important local newspaper, but also the ORF television accompanies our open ceremony today, which is a great honor, thank you. And this all happens thanks to you, Hubert Sauper, as well as your international success. And I am very glad to invite you and your African trilogy to our cinema after all these long years of friendship. And it is an honor to celebrate your success also within the IFI festival. And I would also like to thank your family for the valuable support and also the buffet, which we're going to enjoy later. Herr Hubert und ich, wir haben ein kleines Spiel, wenn wir uns treffen. Da sage ich zu ihm, wenn es mich nicht gäbe, dann würde es dich heute nicht geben, so wie du, was du machst. Und er antwortet mir, und du wärst ohne mich nicht das, was du heute bist. Also nur kurz zu unserer langen Verbundenheit und gegenseitigen Wertschätzung. Danke, Hubert. Ja, ich werde ihm. Hubert and I have a little game. We've always played when we met. I say to him, Hubert, without me, you would have never become the person you are today. And he responds, and you would have never become the person you are today without me. We have been friends for a very, very long time, and we deeply appreciate each other. Thank you, Helmut. Hubert, I'm sorry, Helmut Hubert. Ja, es ist ja heute auch eine kleine universitäre Übung. Ich lese zum ersten Mal und erinnere mich nicht an das, was ich mir in der Nacht überlegt habe. Und die Sarah muss das übersetzen. Sie übersetzt nämlich das, was ich ihr gegeben habe, und ich habe schon wieder ganz neue Ideen. Aber irgendwie stimmt es zusammen. Danke, Sarah. You're welcome. Ja, liebe Bürgermeisterin und liebes Publikum, aber es sitzen auch andere Filmschaffende im Saal, deren erfolgreiche Karriere hier in Innsbruck begonnen hat. Vor 22 Jahren kam Eduardo Deliano. Where are you? Erstmals aus Havanna nach Innsbruck, damals als unbekannter Co-Autor und Komödiant. Heute gehört er zu den begehrtesten Filmemachern seines Landes und spielt meines Erachtens bei der kulturellen Öffnung der Insel Kuba keine unwesentliche Rolle. Eduardo war gut 20 Mal in Innsbruck nach seinen eigenen Behauptungen und hat hier ein Drehbuch geschrieben, einen Roman veröffentlicht und fast geheiratet. Ja.
But there are a lot of filmmakers here in this auditorium, filmmakers who actually have started their career here in Innsbruck. So 22 years ago, Eduardo Delano came from Havana to Innsbruck for the first time. Back then, he was an sort of unknown author and comedian, and today he is one of the most esteemed filmmakers of his country. And according to me, he also plays a very important role when it comes to the creative and cultural opening of his country. And according to Eduardo, he has been to Innsbruck 20 times now, and he wrote a scene play here, a novel, and even also got almost married. Auch mein südafrikanischer Freund Deboho Atkins. Kommt als Star der internationalen Dokumentarfilmszene zurück. In Innsbruck hat er seine Karriere vor 10 Jahren begonnen, wo er seinen ersten Preis für seinen ersten Film erhielt. Jurypräsident war damals Christian Berger, unser lokaler, regionaler Overhero. Ich möchte ihn herzlich begrüßen, er ist im Saal. Ich denke, ihn vorzustellen bedarf es ob seiner Bekanntheit hier nicht. Deboho hat mit seinem Film Gangster Backstage den Hauptpreis beim größten Dokumentarfilmfest der Welt in Leipzig letztes Jahr den Hauptpreis erhalten. Vor drei Wochen wurde sein IFI-Wettbewerbsbeitrag Coming of Age beim Trento Film Festival zum Siegerfilm gekürt. Begonnen hat alles vor 10 Jahren mit einer Liebschaft in Innsbruck. Another friend of mine, a South African friend actually, also returns this year to the IFI Festival. There is talk of Deboho Atkins, a star of the international documentary film branch. And he also started his career in Innsbruck, it was 10 years ago, where he even won his first prize for his first film. And back then, Christian Berger was the jury president, like Helmut called him, our overhero here. And I don't think we have to introduce him here, as he is well known here. And with his movie Gangster Backstage, Deboho received the first prize at the Documentary Film Festival in Leipzig last year. And his IFI contribution, Coming of Age, was the winning film at the Trento Film Festival. This was only 3 weeks ago, and all this started 10 years ago here in Innsbruck with a little romance. Ich muss ja eine kleine Klammer machen, dass das IFI nicht komplett mit seiner Programmierung daneben liegt, beweist auch der Erfolg von IFI-Regisseuren und Regisseurinnen in anderen Sphären. Mit Stolz erwähne ich die Wahl der IFI-Ehrenpreisträgerin Janine Meerapfel zur Präsidentin der Berliner Akademie der Künste am letzten Wochenende. Sie teilt sich übrigens dieses Amt mit einer österreichischen Autorin, nämlich Katrin Rückler, die einst in Salzburg unter anderem auch bei mir studiert hat. Janine Meerapfel hat in Innsbruck einen guten Fankreis und einen großen Fankreis und ist mit dem Festival seit vielen Jahren verbunden. So that the IFI concept is, let's call it not too bad, can be seen by the success of our directors in other areas as well. So I would proudly like to mention the election of IFI Award winner Janine Meerapfel as president of the Berlin Academy of Arts. And by the way, she shares this position with an Austrian author, namely Katrin Röckler, who used to be my student. Ja, zuerst mal die laut reden, also die leise reden. Also,
Ja, passt schon, lass ihn nicht unterbrechen, darf ein blöden Gerät. Okay, so Janine, Meerapfel is very popular in Innsbruck and is closely related to the IFI. Ja, ich habe meine Asthma-Tabletten nicht gegessen, jetzt röchle ich ein bisschen, ja, tut mir leid. Einer der Nachfolger von Janine Meerapfel als Ehrenpreisträgerin des IFI ist dieses Jahr Goran Paskaljevic, dem die Retrospektive des IFI Nummer 24 gewidmet ist. Die Auszeichnung erfolgt am Donnerstag um 7.15 Uhr hier an dieser Stelle durch einen der renommiertesten Filmkritiker Deutschlands, nämlich Klaus Eder, seines Zeichens Generalsekretär der Internationalen Filmkritiker-Gilde. Er bezeichnet Goran als einen der besten Regisseure Europas. Goran kommt seit vielen Jahren nach Innsbruck, weil er die Stadt liebt, wo er sich am Wege von seiner Wohnstadt Paris in seine Heimatstadt Beograd mit schwarzen Jeans eindeckt. Die erste Ehrenpreisträgerin Gabi Geist moderiert diesen Abend heute, was uns sehr freut. Danke, Gabi. Janine Meerapfel's successor this year is Goran Paskaljevic. The IFI retrospective so is dedicated to him, actually. And he will be honored by Klaus Eder, one of the most esteemed film critics of Germany. The ceremony will take place on Thursday at 7:15. And he personally considers Goran as one of the best directors in Europe. And Goran has been visiting Innsbruck for many years. He loves the city and obviously he also likes to buy his black jeans here in town. So the first IFI award winner, Gabi Geist, leads us through today's evening and we are looking forward to that. Thank you, Gabi. Ja, so bleibt mir Ihnen schöne Tage in Innsbruck zu wünschen, viele Filmentdeckungen zu machen. Vielleicht können wir einem jungen oder einer jungen Filmemacherin wieder auf die Sprünge helfen, so wie wir das schon oft getan haben. Ich wünsche gute Gespräche an unserer Festivalbar draußen im Foyer, schöne Gespräche beim Giuseppe in Leos Pizzeria und beim Cengiz am Franziskanerplatz und in Sultans Restaurant in der Markthalle. Und vergessen Sie nicht, sich zu verlieben, wie es unsere Stars aus Kuba und Südafrika einst getan haben. Ja, ein Filmfestival, wie der Name schon sagt, ist ein Fest. Und wir wollen feiern und wir feiern heute gemeinsam mit Hubert und seiner Familie im Anschluss an die Filmveranstaltung. Und ich wollte nur im Epilog also auch sagen, meiner Rede, dass aus Helmuts Filmfestival von einst ein Stadt- und Land-Event geworden ist. Und dieses Jahr vielleicht mit etwas verändertem Outfit, was von mir viel Disziplin abverlangt hat. Und ich bedanke mich bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Geduld mit mir, die ich nicht immer für sie aufgebracht habe. Ich danke Alisa Msirovic und Marian Wilhelm, das Festival 24 gut vorbereitet zu haben. Wohin die Reise dieses Festivals geht, die Weltreise mit Weltfilmen, in einer Weltstadt. Das wird wahrscheinlich vom politischen Willen der Stadt und der Landesregierung abhängen und auch von meiner Kondition, diese Politiker und Politikerinnen zu überzeugen. Glücklich sind wir, dass wir mit der Onika-Versicherung wieder einen privaten Sponsor an Bord haben. Ich kann Ihnen nur viel Vergnügen in den nächsten 6 Tagen wünschen.
would like to wish you all pleasant and enriching days in Innsbruck, and I wish you to discover the diversity of the films shown. And maybe we can even support some young filmmakers in pushing their careers, as we used to do quite often. So enjoy good conversations at our bar in Leo's Pizzeria, at the Franziskaner Place, and in the Sultan's in the Market Hall. And do not forget to fall in love, just like all our stars from Cuba and South Africa and all over the world did. So, and Helmut also had some short epilogue, so to say. Helmut's Film Festival, as it was used to call by insiders, has transformed to an event widely known in our area nowadays. And this year, the IFFI presents itself in a quite new outfit, and this, of course, required a lot of discipline. And at this point, a very big thank you to all the members of the IFFI team for their patience, which I obviously could not always provide for them as well. And thank you to Alyssa and Marian for having prepared the festival. And well, wherever the journey may lead us, this journey all over the world in a, what did you say, world city, world films. And world. Yeah. Films. Yeah. World films in world films in a world city. So, and well, we hope that we can convince you and enjoy your stay in Innsbruck. Thank you very much. Hallo, nur ganz kurz. Eigentlich war ich nur hier, um einzuspringen, falls Helmut den Faden verliert, aber da er das nicht gemacht hat, sage ich nichts weiter, außer schönes Festival allerseits. Jetzt möchte ich die Bürgermeisterin begrüßen und auf die Bühne bitten. Dazwischen würde ich aber gerne ein Jurymitglied vorstellen, der zur internationalen Jury gehört. Das ist der Klaus Rohrmoser, der muss nämlich jetzt ins Theater. Und ich bin selber Theaterschauspielerin und weiß, wie er auf Kohlen sitzt. Er ist überall bekannt als Theatermacher, Theaterschauspieler, alles Autor. Wunderbar. Ein sehr spannendes Programm. Es ist mir eine große Ehre. I'll be back soon. So, he's in our international feature fiction jury. That's Klaus Rohrmoser. He works at the theater and he has to leave now. Nochmal Entschuldigung, Frau Bürgermeisterin. Sorry for that. But now we'd like to welcome the mayor of Innsbruck. So, dear audience, no fear. No sheet, just a small card with 5 sentences. A welcome in Innsbruck to the largest film festival in the region. A warm welcome to all film freaks. A great thank to Helmut Groschup and his team for all his work and all his thoughts in Innsbruck and for the city of Innsbruck, world city or something like this. And it's one of the most popular summer events in Innsbruck and in the region. And I hope that not in the next year, it will be at the same time as the Festival of Old Music. Nobody knows what's going on in Innsbruck and Tirol. So I hope this will be the only event in the beginning of the cultural summer in Innsbruck. That's all I wanted to say to you. A great thank for all. That you're here in Innsbruck, to Helmut and his team. You're an amazing person, Helmut, really. We all like you. I would say we love you. Thank you, Christine. And it's not the same reason as for Klaus Rohrmoser. It's not possible for me to enjoy this film because since last Friday, the city of Innsbruck and me as the mayoress, I'm the mother of 28 young people from Eritrea, Sudan, Somalia, and now in the evening at 8 o'clock, we have a meeting where they live for the next 2 weeks. Thank you very much. I wish you a nice evening.
So, jetzt kommt die Vorstellung von der internationalen Jury für Spielfilme. Den Klaus Rohrmoser, der hat sich ja schon vorgestellt. Dann haben wir die Frau Nandana Sen aus Indien. Sie ist Schauspielerin, Autorin und Übersetzerin. So now we like to introduce to you our jury members. You already met Klaus Rohrmoser very shortly. And that's Nandana Sen from India. She's Bitte auf die Bühne. Translator, actress. Dann kommt als nächstes die Marina Anna Eich aus Deutschland. Sie ist Schauspielerin und Produzentin. Maria Anna Eich, she is actress and producer. Ein Film, bei dem sie mitspielte und wo sie ausführende Produzentin war, der läuft auch im Festival. Dann haben wir die internationale Jury für Dokumentarfilme. Die besteht aus der Kalina Krasnoborova aus Russland. Bitte auf die Bühne. Galina is from Russia. Sie arbeitet als Regisseurin und Produzentin und Übersetzerin. Sie studierte an der Filmakademie in Baden-Württemberg und in Moskau. She started film at the Academy for Movies in Baden-Württemberg and Moscow. She's producer, director. Dann bitte ich die Tina Leisch auf die Bühne. Sie lebt in Wien, ist Film-, Text- und Theaterarbeiterin, so bezeichnet sie sich. Ihr neuester Film, Nur die Toten. Ihr neuester Film, Nur die Toten kehren heim, feiert in Innsbruck Weltpremiere. Dann haben wir noch... Tina Leisch lives in Vienna and her movie Only the Dead's Return Home finds his world premiere at the IFFI this year. So don't miss it. Dann haben wir noch einen Mann, den Andreas Bichler. Er studierte Film- und Kulturwissenschaft in Bologna und Philosophie in Berlin. Sein neuester Film, Die Akte Pasolini, wird heute Abend um 22 Uhr gezeigt. Und sollen sich alle anschauen. To support the man, we have Andreas Pichler. And his movie, The Pasolini Case, is shown today as well at 10 p.m. in Leo Kino 2. Just sorry, you were too fast for me. They all have movies here. Nandana Sen is an actress in Colors of Passion. And Maria Eich is actress. No, producer, sorry. Both, sorry. In Illusion, which we show as well. Yeah. And Galina, sorry. Sorry. She was a bit fast. Dann möchte ich ganz, ganz herzlich unseren Ehrengast, den Hubert Zauper aus Kitzbühel, vorstellen. Ein Tiroler in Paris, kann man dazu sagen. Er studierte Kunst in Wien und in Paris. In der Afrika-Trilogie werden zwei seiner Filme gezeigt und der Eröffnungsfilm We Came as Friends wird nach dieser Begrüßung hier laufen. Our IFFI guest of honor, Hubert Zauber, who dedicated a... Er kommt aus Kitzbühel und die ganze Familie ist angereist nach Innsbruck. He's from Kitzbühel in Tirol and his whole family joined us tonight. And we dedicated a trilogy to him, Africa trilogy, with Kinsan and Ghani Diary and Darwin's Nightmare. And tonight's movie, We Come As Friends, runs in a documentary competition. So I say it once in English, it's easier. Also, you can Deutsch natürlich auch, aber... Englisch. Thank you. Danke für die Einladung. Ich rede auf Deutsch, das ist gescheiter. Danke für die Einladung. Das ist wirklich ein fantastischer Abend und eine wirklich gute Stimmung. Und ich muss sagen, wenn man 6 Jahre an Filmen arbeitet, wie ich das mache, oder oft länger, dann ist es unglaublich wichtig, dass man weiß, dass Filme nicht nur überhaupt nicht existieren, weil sie nicht zelebriert werden. Und das ist wirklich die Feier der Filme, das Festival, wie der Helmut gerade gesagt hat, wo ist denn der Helmut überhaupt? Also, jetzt sitzt er schon da, ja. Ja, und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das irgendwie in Erinnerung halten, dass das
wie wichtig das ist, dass man das Leben zelebriert und in dem Fall jetzt das Filme zelebriert und das Zusammensein. Und ich glaube, das Magische am Kino ist nicht, dass man die Welt sieht, wie sie ist, sondern dass man die Welt sieht, wie man sie, wie sie jemand interpretiert und dass man zusammen das macht. Also das ist das Magische am Kino. Das ist in der Stadt erfunden worden, wo ich lebe, in Paris. Und die Freundschaft feiern, das freut mich wahnsinnig. Und noch ein ganz kleines, ganz dann los ist. Ich bin in Tirol geboren. Meine Mama, die mich geboren hat, sitzt da im Dirndlkleid. Und mein Taufpate, der geht, sitzt da, das ist der berühmte Wirt in Tirol. Und die Familie von dem Wirtshaus, das heißt Stanglwirt, hat etwas erfunden vor einem halben Jahrhundert oder noch länger. Das ist nämlich ein Festival, gleich wie du, für Sänger, das heißt Sängertreffen. Das war eigentlich auch die gleiche Idee, nämlich etwas zu zelebrieren und gemeinsam zu feiern, was dann plötzlich eine ganz neue Wertigkeit kriegt. Und auf das hin werden wir heute feiern. Ich gehe jetzt auf ein Bier und ihr müsst jetzt im Sudan 2 Stunden sitzen. Also bleibt, tut mir nichts übrig. Also, und der Film ist, geht nicht gut aus, muss ich auch gleich sagen. Also, tut mir leid. Also nachher können wir kurz noch reden, oder? Nach dem Film. Kurz, ja, solange kurz. Du willst. Nein, solange ich will nicht. Ich mag nicht. Gut, danke. Danke für. I'm just going to summarize that he's glad to be here with his family and his mother as well joined him. And he cinema celebrates movies and festivals like these do as well. And it's nice that we can share this together and do it together. Movies are interpretations from someone and not how we see the world, but how someone else sees the world. And he already spoiled the movie. It has no happy ending, actually. He's going to enjoy a beer now at the bar, where you have to sit in the Sudan. Ich erkläre hiermit das Festival für eröffnet und wünsche euch allen eine gute Zeit, viel Spaß bei den Filmen, viele Gespräche ohne iPhone und den anderen Schmarrn und hoffe, dass sie nächstes Jahr dann wiederkommen. Jetzt machen wir aber erst einmal dieses 24. Danke. So we hope you enjoy the festival and that you will come back next year. But first, enjoy this one. Thank you very much.